Hallo Friends und herzlich willkommen zu Täglich grüßt ein Einhorn. Ich habe so einen dicken Pickel hier gerade ausgedrückt. Wow, was eine leckere Begrüßung zu einem Food-Video. Nein, ich dachte, ich drehe mal wieder 5 Tage lang, was ich so esse oder auch meine Einkäufe vor allem. Also so eine Kombi da draus, das mache ich jetzt zurzeit echt ganz gerne. Und ja, war nämlich eben gerade auch schon einkaufen. Also Tag Nummer 1, ich war bei Alnatura. Dort brauchte ich aber vor allem eigentlich Shampoo und Spülung. Aber irgendwie, ich finde es immer noch so schwer. Das hatte ich schon mal in so einem Video, dass ich irgendwie... Es ist echt schwer, finde, da was Gutes zu finden. Naja, jedenfalls habe ich neuer Shampoo und Spülung Chance gegeben und noch einen Joghurt gekauft. Und da war ich noch bei der Fittery. Das ist ja hier so ein richtig gutes Restaurant. Ich liebe es. Und dort habe ich auch noch was mitgenommen. Da war ich aber wieder mit Freechly. Das ist ja meine Blogger-App. Und ja, genau, da gab es wieder was und sonst. Ja. Aber ich zeige euch sonst die Tage, was ich so ausgebe, wie viel Geld ich ausgebe, für was ich Geld ausgebe und dann eben auch in Kombi, was ich so esse. Also. Auf geht's! Auf jeden Fall mein kleiner, feiner Alnatura-Einkauf. Also einmal hier eine Spülung, Repair und Pflege. Kenne ich auch noch nicht, bin mal gespannt. Und dann eben auch ein passendes Shampoo dazu. Und dann habe ich hier nämlich neu gesehen, das teste ich mal, einen neuen Kokosjoghurt von Söbke. Das wird dann auch in meinem Söbke. Das genau, gibt es in meinem neuen Food News Video dann. Und das hat mich jetzt 9,17 € gekostet. Ja, kostet halt hier jeweils immer 3,50 € die Spülung und Shampoo. Und aber auch der Kokos, der hatte auch seinen Preis. Ja, so ist man dann schnell mal knapp 10 € los. Aber ich liebe Alnatura einfach und da könnte ich noch so viel mehr wieder kaufen. Also ich glaube, ich werde auch öfter mal wieder in den Bio-Supermarkt gehen. Mal schauen, ob mir das die Tage gelingt. Und erstmal noch kurz die Ausbeute von der Fittery. Da habe ich einen 10-Euro-Gutschein gehabt, habe irgendwie 12 €, glaube ich, insgesamt gezahlt. Also ich musste 2 € noch dazu zahlen. Ja, das kann man mal machen. Und sorry, dass ich halt schon immer alles anesse. Man sollte glauben, ich drehe irgendwie das erste Mal in meinem Leben Videos. Aber keine Ahnung. Wenn ich was Neues kaufe, dann möchte ich es auch gleich essen und nicht erst ein Video drehen. Deswegen esse ich erstmal ein bisschen was, dann ist meine Gelüste gestillt, dann kann ich ein Video drehen, dann kann ich weiter essen. So ungefähr läuft es immer bei mir. Ich habe nämlich einen Riegel, den ich bei Fittery mitgenommen habe, hier den Pulsar-Riegel, aber den hatte ich sogar auf dem Weg schon gegessen, weil ich Hunger hatte. Also es war hier so ein Proteinriegel. Genau, den hatte ich bei Emma geholt. Der ist auch echt lecker. Das ist so ein Blueberry-Muffin, aber den gibt es auch irgendwie nur dort. Also sonst habe ich den noch nirgends gesehen. Und dann zeige ich euch mal, was ich noch geholt habe. Ah ja, ich esse nämlich gerade ja auch schon Eis. Das Magnum-Eis. Genau, die haben nämlich so eine Eisbox mit diesen geilen Protein-Eissorten. Also einmal habe ich hier einen Bärwärts geholt, ein Magnum. Da kosten die Eis eben auch so 2,50, 2,80. Hat schon seinen Preis. Und dann aber, was ich relativ günstig finde, 2 Stück Kuchen mit, also so ein Protein-Marble-Cake. Und die kosten 3,50. Also das finde ich dann in Ordnung, so 2 Stück. Genau, das hole ich mir eigentlich immer bei der Fittery und das gibt es jetzt auch gleich zum Nachtisch. Also sagen wir so, das Eis gibt es jetzt pre-Dinner und dann gibt es den Kuchen und das andere Eis zum Nachtisch. Ja, ja, und zum Abendessen gibt es Klassiker natürlich wieder Ofengemüse. Dazu werde ich mir jetzt noch irgendwas machen. Ja, und so einfach ist es. Yes, und das gibt es jetzt hier. Also einmal Snickers, also wie Snickers Eis und 2 Stück Kuchen. Und dann tatsächlich habe ich mir für morgen schon mal vorgebacken. Und zwar auch hier so einen Vanille-Apfelkuchen. Also ich bin zur Zeit immer echt faul und mache das einfach hier mit meiner Backmischung. Liebe die ja. Und dann habe ich einfach die Backmischung angerührt. Habe dir jetzt mal so eine Kuchenform gemacht. Und noch einen Apfel drunter. Und fertig war es. Also richtig gut. Und ja, dann habe ich nämlich morgen gleich was. Denk mal, dass ich da die Hälfte oder so zum Frühstück schnabulieren werde. Okay, und es war so klar, ich musste auch diesen Kuchen schon mal probieren. Da ist hiervon noch ein bisschen was gesnackt und ja, in der Mitte, wie ihr seht, ist ein ganz kleines bisschen auch flüssig. Aber er ist so lecker geworden. Das muss ich öfter mal machen. Einfach da Apfel mit reinhauen. Richtig gut. Also den Rest gibt es auf jeden Fall morgen früh oder morgen Mittag. Und dann habe ich euch schon öfter gezeigt, das gibt es halt bei mir auch immer daily und die sind ja auch immer da. Also bis man die aufgebraucht hat, dauert ja ein bisschen. Habe ich hier mir einmal so einen Schokoladenmix und einmal so einen Beerenmix. Ja, genau. Und noch gesüßt mit meinem Proteinpulver. Alles gibt es daily.
Ja, auch was es jetzt täglich gibt, richtig cool, das habe ich jetzt angefangen. Ihr wisst ja, ich nehme ja immer Probiotika und habe jetzt hier mal so ein neues Präparat. Das ist eben so frisch, was man das sozusagen da so rein macht. Ich finde das richtig cool. Also vor allem schmeckt es auch gut. Also super, super cool. Ja, genau. Ja, und Kaffee halt immer, ne? Bei mir gibt es jetzt erstmal hier noch einen Apfel und dann hier einen mit dem pflanzlichen Kokosjoghurt. Ja, das ist einmal hier so ein Becher. Wie viel drin ist. Glaube 400 Gramm. Ja, genau. Den gibt es einmal. Und ein Apfel. Tag Nummer 2 und ich melde mich auch mal zu Wort. Ihr habt ja schon ein bisschen was gesehen oder ehrlich gesagt gab es ja auch noch ein paar Reste von gestern vom Kuchen. Und jetzt kann ich mich noch mal in Ruhe melden. Ich war jetzt gerade eine Runde einkaufen. Wie ihr gesehen habt, war ich mal wieder bei Rewe. Aber das liegt immer echt so praktisch einfach auf dem Weg. Und außerdem ist es ein Rewe, wo es immer relativ viele Food News gibt. Das ist auch so ein schönes Rewe. Das ist in der Ackerstraße in Marienstraße, also in Berlin-Mitte. Wirklich, da gibt es Bombenauswahl und es ist echt schön, wie ihr vielleicht gesehen habt. Deswegen, also ich habe auch relativ viele Food News wieder gekauft und ja, freue mich halt selber ja auch immer sehr drauf, die zu probieren. Wir dann damit jetzt erstmal ein paar Videos drehen und dann selber eine Runde naschen. Genau, dann zeige ich es euch erstmal kurz. Ja, dass meine Rewe-Einkäufe immer relativ teuer sind, wissen wir jetzt langsam. Vor allem, ja, Food News sind schon echt teuer, vor allem diese veganen Burger, aber auf die hätte ich jetzt selber echt Bock. 3,49. Ja, das sind die guten Teile hier, diese Boom Jack Barbecue, bunte Burger. Ich bin ja immer der Meinung, wenn etwas sehr lecker schmeckt, kann es auch seinen Preis haben. Also wenn es schmeckt, voll in Ordnung. Naja, das seht ihr dann im Food News Video. Sonstige Ausbeute, kommen wir erstmal wieder zu den Klassikern. Es ist so witzig, wie ich wirklich immer das gleiche kaufe. Immer diese Zucchini, diese Gurke, dieses Kaisergemüse. Könnte aber. Übrigens lebe ich, also ich esse auch so ein Kaisergemüse pro Tag, wa? Also das ist bei mir schon Standard. Ja. Dann, den habe ich noch nie getestet. Den gibt es bei uns, gab es bei uns kaum. Also hat auch leider an alle Veggies hier Gelatine drin. Finde ich nicht so cool. Aber mich hat es wirklich jetzt mal interessiert, wie der schmeckt. Bin ich sehr gespannt. Dann, ja, Kaugummis. Wisst ihr jetzt, was auch immer bei mir sein muss. Auch so mit meiner Lieblingssorte. Dann Bonbons. Klassiker. Nicht immer die gleichen Sachen kaufe, ja, sagte ich schon. Dann aber wieder Food News, und zwar hier mal so saisonale Food News. Bratapfel. Die habe ich auch noch nie gesehen. Das sind so Mini-Joghurt mit der Ecke. Und dann diese Schokolade, klingt so fancy. Einfach mit so Gemüse drin. Gespannt. Und dann nochmal ein bisschen Weihnachtsspekulatius. Ja, das sind ja alles Sachen, die dann auch ein bisschen halten. Und weil ein paar von euch ja mal meinten, dass es immer so ein bisschen widersprüchlich ist, dass ich so viel Essen kaufe oder so Food News etc., ob das mit meinen Essanfällen nicht so sinnvoll ist. Und da habe ich auch schon ganz vielen Videos zugesagt. Und deswegen bitte passt auf mit so Aussagen, weil mich das irgendwie auch, ja, was heißt irgendwie so triggert, aber was ich irgendwie immer schwierig finde, weil ich es ja immer wieder auch sage und euch hier wie gesagt nichts zeigen würde, was irgendwie krankhaft ist. Das sind keine Dinge meistens, die in Essanfällen enden. Das kommt mal vor, aber eigentlich kaufe ich solche Dinge nicht, wenn ich weiß, oder zeige sie euch nicht, wenn ich weiß, dass daraus jetzt ein Essanfall wird. Das ist bei mir schon sehr deutlich, in welchen Situationen ich das mache und deswegen, ja. Dazu aber sind es auch irgendwie nochmal mehr in anderen Videos, aber ich mag da gerade auch gar nicht so krass drüber reden und ja, dafür ist es einfach auch zu akut, zu persönlich. Ja, genau. Aber ich zeige euch den gesunden Part, den es auch bei mir zum Glück ja auch viele Tage gibt, den zeige ich euch sehr gerne. Ja, und den Kranken, über den möchte ich gerade nicht so wirklich sprechen und ich hoffe, das versteht ihr auch. Wer auch nochmal zum Thema kommt, dass ich ja auch nicht immer alles selber aufesse. Ich verschenke ja super vielen Hilfsbedürftige oder auch an Freundinnen, wo ich nämlich gerade auch schon, ich habe gerade noch eine Freundin getroffen und war vorher noch an der Paketstation mein Make-Cake-Paket einsammeln und da habe ich auch von allen Sachen, also von, die haben nämlich neue Schokoladentafeln, so lecker, musst du auch gleich schon erstmal probieren. Aber genau, davon wurden mir jeweils 3 zugeschickt, also ich zeige euch die Sachen auch gleich noch. Und von den Aufstrichen 2 und dann habe ich erstmal meiner Freundin halt Sachen geschenkt, weil ich brauche dann doch nicht so viel von den Sachen. Und wie gesagt, ich liebe es, neue Dinge zu probieren und mich durchzutesten, aber gebe davon dann auch gerne mal was ab. Genau, aber das habe ich jetzt noch übrig. Also hier habe ich schon rumgesnackt, aber so, so gut. Das sind
neue Schokoladentafeln. Die sind auch richtig schön gemacht. Also hier einmal weiße Schokolade, zartbitter. Die habe ich hier einfach eben nochmal. Also ja, die sind super lecker. Vor allem verschmelzen die so richtig lecker auf der Zunge. Also jeder, der die Schokodrops kennt, die ihr jetzt eigentlich auch langsam erkennen müsstet. Also weil ich das ja so suchte. Genau, der wird das auch lieben. Und dann auch noch richtig geil, hier so neue Wintersorten. Winterapfel, Winteraprikose und Winterpflaume. Boah, bin ich mal super gespannt. Ja, wie gesagt, wenn sowas Neues ist, dann, oder überhaupt, wenn ich Pakete bekomme, ihr wisst eh, ich muss immer schon mal alles ansnacken. Und so bin ich halt. Ist halt eben so. Naja, aber ja, das war's für heute dann eigentlich auch. Also 20 Euro. Ich mache jetzt immer noch ein paar Videos und zeige euch vielleicht auch noch, was es zu Abendessen gibt und zum Nachtisch. Und ja, werde aber jetzt erstmal noch ein bisschen Schokolade snacken. Naja, wieder Schlachtfeld. Nach dem Food-Tasting, ja, da snack ich ja auch immer erst schon mal eine Runde. Ja. Und zum Abendessen gibt es ja auch erstmal diesen Burger, den ich gekauft habe. Noch ein bisschen Ketchup mit dazu und eine Portion Ofengemüse. Und zum Nachtisch dann aber auch erstmal noch ein bisschen mehr von dem Spekulatius-Bites hier. Ein bisschen Schokolade, ein High-Protein-Joghurt und einen kleinen Müller mit der Ecke. Tag Nummer 3 und heute ist dann doch wieder so ein Too-Good-To-Go-Tag. Ich war jetzt schon bei zwei verschiedenen Plätzen. Und zwar einmal habe ich bei der Bio-Company Gemüse bekommen für 3,90 Euro. Genau, hier einmal kurz die Ausbeute, aber das zeige ich euch genauer noch im Too-Good-To-Go-Video. Und dann, habe ich schon gesagt, war ich ja noch bei Hummus and Friends. Oh mein Gott, ich liebe Hummus and Friends in der Oranienburger Straße, also in Mitte. Und es ist so ein Laden, wo es halt wirklich verschiedenste Sorten, Delikatessen von Hummus gibt und alles mögliche in die Richtung. Und es ist so lecker. Ich bin da schon öfter essen gewesen und jetzt habe ich da mit Too Good To Go für 3 Euro etwas geholt. Und ich bin wirklich hin und weg, weil die Sachen sind echt teuer dort, weil die halt wirklich ihre Qualität haben. Und dafür habe ich so viel bekommen. Ich habe mich auch schon gerade ein bisschen durchgesnackt. Das ist echt so viel, sogar dass ich gar nicht alles schaffe. Ich habe jetzt erstmal hier eine Portion gemacht. Das ist schon echt cute was. Das ist halt eben nur Hummus und Pita-Brot. Und genau, den Rest werde ich dann aber nochmal im Laufe des Tages, glaube ich, so ein bisschen pur snacken. Und dazu noch ein paar Radieschen. Und das dann mein Mittagessen. Manchmal füge ich Musik ein, manchmal lasse ich es so, aber diesmal mache ich, glaube ich, Musik rein. So Blogger am Start hier. Kann man hier lecker einen Kaffee, einmal Kuchen holen und Kaffee. Und das ist Schala. Die hat kein Gesicht. Die möchte nicht gesehen werden. Ja, aber wir sind auch wieder mit Fütschli hier. Also schnauben wir eine Weile durch. So, und ich melde mich auch nochmal kurz wieder. Habt ihr gesehen, ich war gerade schon im Café mit einer Freundin. Da habe ich so 12 Euro Sachen mitnehmen dürfen. Also ich habe 3 Stück Kuchen ausgesucht. Oder halt eins so ein kleines Bite. Das gibt es jetzt auch zum Nachtisch. Und ja. Genau, sonst war ich dann halt auch nicht mehr einkaufen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt gerade mein Ofengemüse im Ofen, machen wir jetzt Abendessen und zeige euch aber trotzdem schon mal den Kuchen, solange das Ofengemüse backt. Hier ist also richtig lecker, hier ist ein so ein Haselnusskuchen, den habe ich schon ja, ein bisschen angenascht. Ich bin richtig stolz auf den Kurkuma-Kuchen, habe ich noch gar nicht angerührt. Und genau, hier noch so ein Protein-Bite, den habe ich auch schon probiert. Und ja, genau, das gibt es zum Nachtisch gleich, aber erstmal was Herzhaftes. Und zu meinem Ofengemüse gibt es hier gleich noch Tofu zu. Das ist hier der Räuchertofu von Koro. Und ich muss sagen, also der schmeckt irgendwie echt langweilig. Also schmeckt wie ein ganz normaler Tofu. Also Räuchertofu, finde ich, muss ein bisschen mehr Bums haben. Aber naja, genau. Den gibt es einfach. Ich esse ihn ja auch super gerne pur. Mit noch ein bisschen Sojasauce drauf. Und dann hier noch so Dip. Oder eher gesagt, ja, so einen Nussbrotaufstrich. Mache ich mir super gern zu Gemüse. Der ist auch richtig, richtig lecker. Und fertig ist es. Ein Berg Ofengemüse mit Ketchup. Und dann noch den Aufstrich, den mische ich da so ein bisschen unter. Und eben den Tofu. So, Tag Nummer 4 und ich habe es wieder ausgenutzt, dass ich Fütschli besitze. ja, ich habe jetzt hier in den Café gesetzt, weil heute ist eindeutig nicht mein Tag. Ich komme jetzt mal näher zu euch, weil ich habe Angst, dass ihr die Musik mehr hört als mich.
Heute ist nicht mein Tag und es ist einfach auch sauwindig draußen. Ich kann kein Fahrrad fahren. Das macht mich schon. Also, wenn ich kein Fahrrad fahren kann und nur öffentliche Verkehrsmittel fahre, ich mag es einfach nicht. Ich mag das traurig. Und naja, jetzt habe ich mich in den Kaffee gesetzt zum Mittag und jetzt ein Bagel und einen Cookie und einen Kaffee und werde jetzt hier im Runde arbeiten. Genau, hier richtig lecker. Gibt es jetzt auf jeden Fall einmal einen Bagel. Der ist sogar vegan mit gegrilltem Gemüse und Hummus. Richtig, richtig geil. Und noch einen schwarzen Kaffee, muss immer sein, einen veganen Cookie und einen Apfel. So, Fans, heute war gar nicht mein Tag. Gar nicht. Bei Instagram wisst ihr, warum und dies, das. Ich möchte nicht mehr reden. Vielleicht zeige ich euch gleich noch, was ich esse. Ich gehe, glaube ich, sogar noch einkaufen, aber ich bin vollkommen fix und fertig. Ich mag nicht mehr. Deswegen sehen wir uns morgen dann hoffentlich in Frische. So, Friends, und heute ist wieder Paket-Tag. Und zwar habe ich heute ein Paket von Process bekommen. Richtig, richtig gut. Da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Ich habe es mal bei anderen Bloggern gesehen und es sah so gut aus. Ich dachte, das muss ich doch auch mal selber testen. Und da bin ich ja auch schon am Durchsnacken. Also hier ist diese Brownie-Schicht mega lecker oben drüber. Und Protein ist mir ein bisschen zu fest. Aber ich mag halt eher auch so weiches Protein. Aber ihr meintet, also viele von euch mögen auch so festes Protein. Also die bekommt ihr dort. Und oh mein Gott, diese, also da bin ich mal so gut drauf gespannt. Peanut Butter mit Caramelized Pecan und Karamell. Richtig lecker. Dann machst du Proteinwaffeln, Kreatin, das nehme ich ja auch immer. Und dann hier noch so Vanillewaffeln. Teste ich, glaube ich, gleich auch mal. Und ein Chocolate Whey. Genau, also auf jeden Fall gibt es zuerst mal diesen Brownie Fudge Bar und einen kleinen Proteinsnack. Und The Daily Gurkensalat. Übrigens mache ich den wirklich immer ganz einfach, wenn ich mir mit Sojasauce oben drauf, noch ein bisschen Gewürzen, Balsamico. Ende. Mehr passiert doch nicht. Und zum Abendessen koche ich mir jetzt auch nur noch ganz, ganz simpel Nudeln. Wollte ich immer wieder öfter machen. Ich habe noch richtig leckere Soßen. Ja, jetzt habe ich hier einfach einen leckeren Pasta-Mix. Also einmal mit der veganen Bolognese und einmal hier ein Trüffelpesto. Das ist auch richtig, richtig gut. Ja, also einmal ein Mix aus beiden. Runde Pasta. So, Friends, und das war's nochmal wieder mit 5 Tage. Meine Einkäufe, wie ihr wisst, ich habe euch auch nicht alles gezeigt, natürlich, was ich gegessen habe. Es war ja auch immer nur so ein bisschen als Inspo dienen. Viele von euch meinen auch, dass das eigentlich so ganz cool ist, wenn man eben sich nicht so arg vergleicht, wenn man nicht alles sieht. Und ja, ich finde die Version auch cool. I don't know. Also wird es wahrscheinlich auch öfter geben. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich schreibe euch wieder die Summe hin, was ich so ausgegeben habe die Woche. Aber es war auch ja gar nicht so viel, weil ich ja viel auch noch zu Hause hatte. Oder dann man ja irgendwann echt gut Vorräte hat und immer mal was Frisches kaufen muss. Aber ja, so variiert es eben von Woche zu Woche bei mir. Und ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen. Und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Fühlt euch ganz fest gedrückt.